Hallöchen, da bin ich wieder. So. Ich glaube nicht, dass das Problem meines Routers ist, sondern meines entweder ein Virus oder ein Problem von meinem Adaptertreiber wohl. Weil geblinkt hat es nicht, mein Router. Und dann habe ich halt einfach nur den Adapter neu gestartet, dann ging es wieder. Ich glaube. Ja, was ist denn da los jetzt? Ja. Ich weiß nicht, ob. Nee, es liegt, glaube ich, eher an mir, nicht an Twitch, weil ich sehe ja unten links in OBS. Dass der Problem ist, auftauchen. Vergesst nicht nochmal neu einzuchecken. Geht's jetzt wieder? Geht's wieder, Leute? Chat, die Line, geht's wieder? Chat? Okay, let's go. Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Der ist wohl auch eine feste Größe in der Unterwelt. Ja, vor allem können er und Hacker sich nicht leiden. Unter dessen Schutz steht ja von Horn. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte. Du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert. Moment, das ist nicht ganz gerade hier. Okay, ich guck mal kurz Discord, ja. Mein Taskmanager. Ja, die Witcher halt, ne? OBS. Hi Wenn du Maxi, was Garantien kannst. Ich weiß was nicht, hat denn ob der ich Arzt was mit dem gesagt? Unterweltland zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Gut, vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Wollte irgendwas in deinem System stark ausfallen. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele einmal Tron laufen lassen. Was ist denn Tron? Ist nicht nur was eine ist freie Tron? Stadt, sondern auch eine freie Stadt. Sag mal, so sauber. Was ist dauer, Junge? Suchst du nach einem Abenteuer? Ich liebe dich. Mich mit Verspielen. Der Händler hier könnte ich mir mal angucken eigentlich. Hallo! Wer bist du und was willst du? Ich sehe mir die Stadt an und bin neugierig, was hinter diesem Tor ist. Mein Schwager war neugierig. Sieht die Blümchen seit 5 Jahren von unten. Da kommen wir nicht rein. Ich lebe sehr wohl ohne deine Wünsche. Komm nicht wieder. Kannst du mal schicken? Ja. Solange es umsonst ist. Es ist eine materielle Welt. Ich bin ein materielles Mädchen. Brauchst auch Geld. Wie? Und der da? Ich muss auch nach diesen Dieben noch suchen, ne? Aber keine Ahnung, wo die sein soll. Muss ich mal gucken, wo der Dieb ist. Bei Hurensohn gespielt? Da gehe ich nicht mehr hin. Seitdem mir dreckig ist. Ein Kopper? Oder zwei?
Almosen für die Armen? Bist du lahm? Aber nein, meinen Beinen geht's prima. Und meine Arme, schau, wie Windmühlenflügel. Da, siehst du, wie ich sie schwinge? Guck doch, schau nur. Und mein Kopf, völlig benebelt. Ich suche die stinkende Hecke. Ich muss einen Ort namens Stinkende Hecke finden. Weiß es, aber sag es nicht. Warum nicht? Ich darf nicht. Ich würde es dir aber sagen. Wenn du nicht so drängeln würdest, komm doch noch mal wieder. Vielleicht sag ich's dir dann. Dein Kopf ist wirklich benebelt. Hab ich es nicht gesagt? Das ist gut, Max. Das ist Six. Das ist gut. Ja, danke schön, Cookie Lai. Danke schön. Wollcookie 74 wirft mit 100 mal Katzenminze um sich. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ein gutes Dankeschön, dass du wieder da bist. Kaichu 2 H2, Kaichu 2 H2. Das freut mich zu hören, Cookie Lai. Und danke für die 100 Bitties. Danke schön. Ah, okay, das sagt mir nicht mehr, leider. Ihr sagt mir nichts. Mehr sagt er mir nicht. Wie läuft das Geschäft? Du graue Himmelsüße. Almosen für... Helfe einem Veteranen des Kampfs gegen die Schwarzen. Wo hast du gekämpft? Zuerst in Angren. Zuletzt in Cedaris an den Gestaden des Ponta. Hilfst du mir? Ja, wir drüben machen wir. Jetzt hilf du mir. Ich suche eine Gasse, die Stinkende Hecke genannt wird. Es ist wichtig. Ich kenne keine Hecke, weder stinkend noch gepflegt. Hab kein Interesse am Gartenbau. Es ist wichtig. Ich weiß es nicht. Hilf einem. Ja, hab ich geholfen! Nicht mal töten kann ich ihn dafür für die Frechheit. Ich hilf dem hier. Und er zockt mich ab. Maxi, mach langsam, ja. Sag mir jetzt was, Bettler. Lang und klar, wenn er nicht vergisst zu sagen, alte Sau hat geferkelt, dann lassen sie ihn nicht rein. Aber es ist ja ganz einfach, dass... Danke für deine Hilfe. So, ich dachte, warum sagten denn wieder was? Egal, jetzt habe ich übersprungen, egal. Danke für die Jetpads. Finde das versteckte Bettlerchen. Das machen wir noch glatt. Es sind harte Zeiten. Im Dunkeln ist so geil, passt bitte auf. Ja, auf jeden Fall aufpassen, das sowieso. Aufmachen. Ah, mein alter Freund, der, Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ja, danke schön, Cookie Lai. Es freut mich auch sehr, euch wiedersehen zu können. Fischers Fritz, Fisch Fritz, genau. Alte Sau hat geferkelt. Willkommen in der Hecke, Bruder. Genau, und hier gab es auch einen Laden, der dann richtig geilen Ding verkauft hat, glaube ich. So ein Sattel. Mehr Gewicht. Das sollte ja hier sein. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mir hier meinen ersten Sattel zugelegt. Damals. Was hast du schon ewig her. Oder war das nicht? Doch hier. 100 Kapazität. Was hat denn mein Sattel gerade? Der hat nicht genug Geld, um das Schwert zu kaufen. Lol. Lol. Süß. So, was habe ich denn hier noch für ein
Dingsbums. Ah, meiner ist 100. 70. Was kostet denn der für 100? Mit 100 Kragelass. Sag mal her. Was? Nee, das zahle ich nicht. Das zahle ich nicht. Nein, bis nein. Dann. Immer teuer. Dafür raube ich ihn erstmal aus. Was fehlt dir? Ich sehe auf einem Auge nichts her. Bitte schlaf. Was ist denn mit dir, alte Frau? Junge. Sie hat immerhin die beste Privatsphäre noch von allen. Ne? So einigermaßen. Soll ich den armen Leuten hier mal den Amethyststaub klauen? Könnten sie ja verkaufen und Essen kaufen. Das wollen wir damit unterbinden. Siehst käsig aus. Hast du verdorbene Schafsfüße gegessen? Ja, war lecker. Lol, wo bin ich denn hier gelandet? Mann! Ach, hier muss ich sogar hin. Ich brauche einen Schlüssel. Oder vielleicht von der anderen Seite kommen. Hallo. Geralt vom Schmiebar. Gehen Sie da hoch, bitte. Dankeschön. Ich will Leertaste drücken. Wegen Dark Souls. Naja. Suchst du jemanden, Arschkriecher? Schrecklich blass. Mensch, hast du Angst? Ich bin... Sei froh, dass ich dich nicht töten kann. Ich hätte es gemacht. Ich komme immer auf der anderen Seite. Ja, aber so richtig stark sogar. Hey, grauer Ritter, brauchst du einen Knappen? Könnte ein Häppchen brauchen. Mama, guck mal, was ich gefunden habe. Oh. Das ist aber eine hübsche Kette. Wo hast du die? Ich will so blau. Lass mir Blut aus den Salbe drauf, sonst wird das noch dick. Okay. Ich weiß nicht, ob man damit angeben sollte, dass du so blau warst, dass Blut rauskommt. Hi Ronny, wie geht's dir? Guten Abend. Na du, du. Guten Abend, guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Guten Abend. Hört sich nicht gut an. Die meisten Sachen sind abgeschlossen. Ich frage mich, ob man wirklich einen Schlüssel dafür finden kann, ob das eher so Deko ist. Der Wind heult. Der Wind heult. Der weht er. Oh, eine Hure. Wie siehst du denn aus? 2 Euro gebe ich dir da. Nein, Spaß. Was ist los, Trollkuckelein? Habe ich was falsch gemacht? Ein mutierter Monster schlecht. Ja, wie stehst du, Ziegel? Das Beispiel der Gentechnik. Immer mehr Leute suchen Hilfe in unserem Menge Hunde verdreht. Pass auf, Penner. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, okay, Ron. Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch? Die Wiesen, was für eine Wiesen? Kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Irre ich mich oder willst du was von mir?
Wer weiß? Ein Mann mit zwei Schwertern, der sie zu führen weiß, kann heutzutage nützlich sein. Du hättest einen Handlanger nach mir schicken können. Hätte ich. Aber ich wollte sehen, wie du es machst. Ob du nicht nur Muskeln, sondern auch Grips hast. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne. Weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Oh, Baseball. Vielleicht tut dir leid. Aber ruh dich aus, ja? Und lass es auch gut auskurieren. Sonst wird es vielleicht dauerhaft ein Problem, okay? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Ist Marigold also hier? Ja, ja. Was machten die hier? Danke für die Headpad-Season. Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Marigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten? Frau Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Und zu mir nächsten noch. Finde ich aber nicht schön. Nur weil ich Geralt bin. Wichtige Angelegenheiten in Novigrad. Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas, eine Spur. Natürlich, ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Das ist die Frage. Ryan oder nicht, Ryan? Das ist hier du bist von der vulgären Sorge. Folg ich dir oder du mir, Heil? Hier rein, okay. Hi, Philipp, wie geht's dir? Guten Abend. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich 3 Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte, ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Man muss Opfer bringen. Welche Dinge muss man Opfer bringen? Dinge. Und was ist mit Leuten?
Auch für manche Leute. Dann könntest du mir die Sachen ja rausholen. Eins zu Ein Quickie. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich hab mal einen Magier verhört, dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Aber zuerst beklaue ich dich. Guter Tag für Geschäfte. Ich habe für die komplette Edition 50 gezahlt. Je mehr ich von diesem Spiel sehe, umso mehr gefällt es mir. Werde ich mir nichts mehr holen. Für den PC bekommt man die White Hunt Edition mit allen DLCs teilweise für 15 Euro das Angebot. Also ich würde keine 86 Euro dafür bezahlen. Auch wenn es das Game komplett easy wert ist, aber auf dem PC bekommt man es einfach für deutlich billiger. Auf Steam gibt es oft Angebote für 15 Euro. Mit allen DLCs und sowas. Deswegen. Muss zum Supermarkt. Bis dann, Cookie-Line. Danke, dass du da warst. Hab dich lieb. Nja, nja, nja. Fühl dich gedrückt. Ja, haben sich für nur den Preis. Es gibt auch eine Light Edition für die Switch. Ja. Nun? Was passiert denn, wenn ich den richtigen Weg rausgehe eigentlich? Okay, geht nicht. Was machst du denn hier? Warum hast du einen ertrunkenen Gesicht? Das zieht. Hier muss ein Ausgang sein. Ein Manuskript. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimnisse. Verbesserte Schwalbe, ui. Ja, aber so kann ich auf die Switch Lite unterwegs zocken. Ah, das stimmt allerdings, ja. Und ja, The Witcher halt ein echt geiles Game. Ist quasi, als würdest du quasi so einen Film spielen. So in etwa. Sehr viele Sequenzen, sehr alles gesprochen hier. Setze den Hexensinn ein, um den geheimen Pfad zu finden. Freie Stadt Novigrad. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmuin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Schergen. Statt... Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tarn. Genau, geht rein. Ja, ich darf wieder tauchen. Ja, warte. Na ja, klar. Aha, ein Ledersack. Ich habe die Laden gekauft, aber die reduziert. Ah, nice. Hi, Dresna. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Ich hab einen Sack, ja. Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Und
Wo ist jetzt mein Hallo? Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht seniert. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Hi, Foxy, wie geht's dir? Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Wer weiß, ob sie auch im Verkauf in Berlin spannend. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wer weiß von. Eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Okay. Gera, der Rattenjäger, natürlich. Der weiße Wolf. Ich könnte Gargoyles töten, Drachen vernichten, Geister vertreiben, nein, Ratten. Ratten. Ich bin eine Katze, ich kann gut Ratten fangen. Aber die schmecken nicht so gut wie Mäuse, weil Ratten immer so viel Scheiße an den Pfoten kleben. Ja. Oh Mist, den Typ hab ich echt vermisst. Wen denn, Foxy, wen denn? Oh. Wen hast du vermisst? Ninja. Das glaubt mir meine Frau nie im Leben. Das glaube ich auch nicht. Bitte, Chat, lese. Ohne Mist, den Typen habe ich echt vermisst. Nein, Spaß. Geht jemand wieder getroffen, den ich lange nicht mehr gesehen habe? Ah! Ja, nice, wie hast du den getroffen? Habt ihr eigentlich mitbekommen, was Gronkh gerade durchmachen muss? Habt ihr das mitbekommen, den Gronkh und den Fans? Habt ihr das mitbekommen, Leute? Oh, 34, nice. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Jetzt, gemeinsam! Das hast du dir selbst zuzuschreiben, das ist so. Oh Gott! Hilfe, Oh Gott, die machen Schaden wie Sau. Fette Schwalbe, egal. Nee, lass mich. Lass mich. Also ich sehe auf Twitter oft diese komischen Nachrichten, wo Gronkh seine Fans umarmt und sowas. Ohne über Probleme zu machen damit, ne? Aber was die dann schreiben, ist einfach sowas wie, guck mal, wo er Gronkh seine jüngeren Zuschauern anfasst und so ein Müll. Also das geht ja überhaupt nicht. Ne? Gronkh ist so ein lieber Mensch. Und dem sowas zu unterstellen. Ne. Ich hoffe, das ist nur Spaß, aber es klang ehrlich danach. Platziere Rattenfallen rund ums Lagerhaus. Aber wo denn? Die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Dieser Geruch hier in der Luft, kennst du den? Das ist verbranntes Fleisch. Dachte ich. Das nenne ich mal schön. Oh. Na schön.
Ach, hier drin war was. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach anderen. Kann einfach so machen. Aktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten. Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung, aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Code. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Es gibt nur mal Idioten auf der Welt, ja. Verstehe ich auch nicht sowas. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Nun? So. Nun? Ja, das verstehe ich auch nicht. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des Temerischen Königs. Was war denn da mit ihrer Stimme los? Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Gut, dass es hier schon keine Spannung gibt. Ich hatte Zweifel, was unser Wiedersehen betrifft. Dachte nicht, dass es angenehm werden könnte. Wir haben vor 6 Monaten alles gesagt, was es zu sagen gab. Ich will nicht wieder anfangen. Ich auch nicht. Aber es ist besser, so etwas zu sagen und etwas ganz anderes besser so nicht zu tun. Wir wollten Freunde bleiben. Hoffentlich ändert sich daran nichts. Nein. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Es geht ihr gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Hallo, Kamera. Sie an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. Oh, von dir? Das ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Von dir zurück, oh Gott. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Die wollen also sterben. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Ja, ja. Aber wenigstens mal die Sprache nutzen, jawohl. Halt auf, Alter. Junge, bist du ein Hexenjäger oder ein Waschlappen? Der Saukerl hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Dafür bin ich ja da. Nichts zu plündern, dann müssen wir Brandon finden und töten. Genau. Nämlich genauso. Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten.
Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Das ist gut. Am besten zehnfach. Hundertfach. Gut. Euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Wir hätten ihn auch töten können, alles nehmen können, was er hatte. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Ja, wer denn? Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jonker. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Es gibt nämlich Sexszenen im Spiel, die der weißen Let's Play mal nicht machen werden. Außer ich stolper rüber. Versteht ihr, einmal drüber gerutscht. Danke für die Netflix. Für die Schwarzen. Willkommen, willkommen. Was hast du denn da? Naja, was hat denn der da? Gibt ein paar Sachen, die man eigentlich kaufen könnte. Um Sachen herzustellen. Ich weiß aber gerade nicht mehr genau, was gut war. Man braucht halt die ganzen Sachen, um Sachen herzustellen. So. Ja. Nicht genug Geld hat er. Tschüss. Bis dann. So, das ist schon mal besser. Novigrad ist ein Geisteszustand, klar? Da gehe ich nicht mehr hin. Seitdem ihr dreckiges Fisch. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Kannst du mal zeigen, was du schmieden kannst. Was hast du im Angebot? Was hat denn der Typ hier? Aha. Hat's mich feucht gemacht. Glanz. Plus 10, das lohnt sich jetzt nicht so zu machen. Wir brauchen halt den richtigen Schmiedtypen. Handel. Der hat auch nicht genug Kohle dafür. Möchte wer vegan Lasagne selber gemacht? Na, lecker. Sehr gerne, Foxy. Nein, nicht Kartenspiel. Nein. Stopp. Ich will Karten spielen. Wollte ich Arme verdrückt. Na gut, dann machen wir noch ein Kartenspiel. Das Ding ist, ich werde das eh verlieren. Weil ich überhaupt keine guten Karten habe. Dum, dum, ba, dum, dum, ba, dum, 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 dum.
So. Ich hab einen Plan. Haha. Na, was machst du jetzt, hä? Du hast nur da Kämpfer, wie es aussieht. Aber wie viele? What the hell? Dann machen wir die Runde zu Ende. Als ob der jetzt noch auf 2 machen konnte, Mann. Aber komm, jetzt hat er bestimmt keine Karten mehr. Der hat so viel rausgehauen jetzt. Jetzt kommst du darauf an, ob das Zeug hier reicht, was ich habe. Alter, nee. Ich hab kein Nahkampf-Ding mehr, ne? Fernkampf. Na ja, gut, da kann ich gegen ankommen. Sein Deck ist einfach zu krass. 44, weiß ich. Solche Karten habe ich gar nicht. Mach mal aus hier, weg. Tschüss. Ja, ich hab halt nie die Karten gekauft oder sowas. Wind wollte ich jetzt auch nicht wirklich spielen hier im Spiel. Auch wenn man sich da voll reinfuchsen kann in den Kartenspiel. Schwefel sollen die verdammte Stadt zu Asche brennen. Danke für die Hecke. Oh. Was ist da, Junge? Suchst du nach einem Abenteuer? Herr Kane, wie geht's? Danke fürs Einchecken. Oh, herzlich willkommen. Ja. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Alles klar, so eine Eise. Ich suche nach Corinthini. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen. Seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Alles klar, gehen wir mal rein dann, ne? In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. So, gehen wir mal hier gucken. Gehen wir mal da gucken und da gucken und dann gucken, da kommen das da hin und das da hin. Und wie geht's dir, Akane? Hm? Danke fürs Trauen. Erstmal lernen. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Wieso hat Entjungfert oder was dort los? Alles klar. Halt. Ah!
Man meinte, das ist doch dieser komische Junge. Warum wollte er sein Menschenschwert ziehen? Lol. Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Aufwachen angesagt. Die Puppe. Der Dachboden. Die Puppe. Der Dachboden. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Aber du hast dich nicht Keller. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Zuerst nicht unten in den Keller reingehen, bevor ich nach oben gehe. Weil wer weiß, ob ich hier nochmal runterkomme sonst. Vielleicht muss ich sogar hier später hin, aber... Einmal Quen. Oh, nee. Atena. Ui. Ach, verdammt. Ich hab vergessen. Ach, leichte Rüstung, okay, alles leicht, das passt. Schlechter leicht, okay. Ich brauche ja leichte Rüstung. Hey. Hallo? Auf! Hey! Junge! Was war. Hä? Was denn? Hä? Was ist denn da los? Jetzt geht's wohl. Das passt alles. Das passt alles. Ui. Gut, gehen wir nach oben. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Ich mach doch gar nichts. Heieiei. Komm zurück, Okilein. Wie na du? Geh rein aus. Hi, Red Eye, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen bei uns. Guten Abend. Ja, ja, ja. Reichnung eines Kinderbetts. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Mal gucken. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Eine Kinderwiege. Hä, wo? Ich sehe kein Baby. Ach, mein da unten oder was? Ja, da unten will ich mein Kind auch hinmachen. Auf jeden Fall. Ah, an der Stelle bist du. Ja, ich bin noch ziemlich am Anfang der Area hier. Na, also ich habe hier noch nicht viel gemacht hier.
niemand sehen kann. Ne, also viel abgehakt habe ich hier noch nicht. Ja. Und wie geht's dir so? Ja. Also laut Karte hier lang. Oder erster Strategie-Erdgeschoss. Ich bin ja dumm. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Abspannen im Hotel. Wow, Hotel, wo bist du denn gerade? Ja. Klimaanlagen in Deutschland, da wäre ich auch für, ja. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Im Keller war doch ein Ofen. Vielleicht finde ich da den nächsten Hinweis. Im Keller war ein Ofen. Ludwigshafen bei Speyer wegen MPS. Kenne ich nicht. Aber viel Spaß dort. Viel Spaß. Hab ich dich erschreckt? Ja. Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Das sieht man doch. Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Sarah. Hi, Luki, wie geht's dir? Für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte. Lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Ja, ja, ich sag's. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Hi, Angie. Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Ja, dann soll sie aufstehen. Schlafmützelein. So, mal gucken. Sprech mit der Träumerin. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber
Stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Dann fürs Einchecken, Angie. Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Der ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Sie muss einen trinken gehen. Auf gut Deutsch. Im Goldenen Stör. Zum Goldenen Stör, glaube ich, geiler. Aber egal. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinns bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja, recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Das zweite Schwert ist. Ich frag mich, ob ich Geld bekommen hätte, wenn ich gesagt hätte, dass er da drin ist. Naja. Wollen wir mal in der Zeit so zur Göttlin leihen. Beiseite, Leute, die Ratten rennen ja immer noch raus. What the hell? Die Generation. Wohin rennen die eigenen Piraten? Wohin rennt ihr? Ich bin für die Naja. Rennen wohl im Kreis. Bürger und Bürger, ich glaube, da sehe ich einen Herausforderer, der den Rambock unterwerfen will. Natürlich will ich das. Komm her. Schlagen wir uns. Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer. Machen wir das doch mal. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Natürlich. Gegen 1000 Kröten doch immer. Komm, hier 80. Ja, ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Soll ich ihn gewinnen lassen? Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Was sagt ihr, Chat? Soll ich ihn gewinnen lassen oder vermöbeln? Wir vermöbeln ihn. Leck mich, Meister Lehmhut. Das wirst du bereuen. Ein warmes Willkommen gewinnen lassen. Unseren Kandidaten, oh. Die den Ring betreten. Geralt, oh nee. Georgius Georg, den Rambock. Möge das haben wir nicht bessere gewinnen. Bam, bam, badam. Bam, das wusste ich jetzt nicht, dass das geht. Ey. Du Rambock! Kann ich ihn nicht anvisieren? Wie ging das nochmal? Hab ich vergessen. Du lachst nicht mehr lange, Junge.
Ich bin nämlich Geralt vom Schmierer. Ach schon, verdammt nochmal! Und die Schmiere, der sieht aus wie eine Fusion aus der Jungfrau von Blauerspube. Stimmt, lol. Man muss einfach nur starke Schläge spammen, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Ne? Also die Boxkämpfe sind nicht gerade fordernd, aber sollen sie auch nicht sein. Und der neue Tavernenmeister ist der Hexer Geralt. Ich meine, er ist Hexer. Wenn er verliert, dann wird er peinlich. Archibald O'Neill ist auch ein Kämpfer, gegen den du antreten kannst. Du findest ihn beim Eingang zum Armenviertel. Und dann ist da noch Mortimer, Hauptmann der Wache. Den findet man meist beim Ochsenfurter Tor. Bam, badam, badam, badam. Anderling, was darf's denn sein? Ich hätte gern einmal. Was gibt's denn? Alkoholfreien Cuba Libra. Manche. Hätte gar nichts hier. Bisschen Fleisch. Spielt es eigentlich in Deutschland? Weiß ich gar nicht, wo das spielen soll. Ich glaube, ich denke mal einfach nur in so einer ausgedachten Welt. Windkarten kaufen. Warum? Ja, die Gewinnkarten könnte ich kaufen, aber ich gehe jetzt nicht auf Wind so wirklich. Willkommen zurück, Time to Duel. Willkommen zurück. Du kamst von Köln, ja nice. Ja nice, nice. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh. Was stöhnt sie hier so rum? Hi, Ray. Ich hab doch nur meine Hand hochgehebt. Hochgehoben. Hochgehebt. Ist ja Gamescom, stimmt. Muss ich's nochmal sagen? Ich hab keine Zeit. Und ich bin da für euch, für die, die nicht auf die Gamescom können, dass ihr keine Langeweile habt. Dafür bin ich da. Na, Ray, alles gut bei dir? Ich bin einfach ein Looter. Tut mir leid, Leute. Ihr werdet mich stundenlang looten sehen. Ich bin halt ein Looter. Ich muss alles mitnehmen. Weil es ist beschissen, wenn ich irgendwann mal loslaufe, was craften will. Und dann merke ich, ja toll. Da fehlt ja was, was ich hier nicht aufgehoben habe. Craften. Kopfweh, oh nein, gute Besserung. Mir geht's ganz okay. Hey, Geralt. Bist du besoffen? So. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Hui, du bist also Kore. Achso, stimmt, die kenne ich ja schon. Geralt hat Alzheimer. Ja, das hat er. Na du? Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Such wie lang ist er? Wie oft hattest du Sex? Was ist 3 hoch 5 plus 5 mal 7 mal 80? Los! Musst du Wahrheit sagen. Los, mach. Musst die Wahrheit sagen. Los. Träumen, was ist das genau? Also, Geralt, sowas kann man doch nicht fragen. Deine Gabe, wie funktioniert das? Ach so, okay, die Gabe. Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen.
Let's go ins Schlafland. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Nach die Soldat, danke, dass du dabei warst. Hm. Bitte mach es einfach. Danke für die Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ja. Wir haben Zeit. Das ist alles. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Reise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ja, ohne Hexer sind es gar nicht mal so einfach, so einen Bolzen abzufahren. Aber sie hat ja ältesten Blut. Machen wir weiter. Wir haben genug gehört, ja. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um Spionen. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du?
Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Schlafen, Geralt. Jetzt können wir bestimmt Ciri spielen. Das wäre ein guter Übergang. Oder wir sehen wirklich einen Traum. Ein Traum. Was wäre denn der Vogel von dem? Komischer Traum. Ganz, ganz komischer Traum. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Ja, das muss man hoffen. Doch, dass du keine Verräterin bist. Warum ist da ein Gegner draußen? Oh, Scheiße. Hier steht's. Wird Zeit, wieder in See zu stechen. In See stechen? Hört sich nicht schlecht an. Warum? Ach, Banditos! Kommt her! Lächerlich. Geh zum Rosmarin und Thymian. Da haben wir noch eine Quest, die ich annehmen kann. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Ich muss eben niesen. Ah, er niest. So ist es. In der Tat, du gehst auf irgendeine Reise und suchst einen Begleiter, richtig? Ja, ja. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu, als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Gellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Danke fürs Vielleicht. Dankchen. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt niemand Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Können wir gern machen, aber. Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Macht des ewigen Feuers. Naja, machen wir. Im Regen kostet's das Doppelte. Und warum? Immer diese. Stirb, Schwachkopf! Reiß euch Schwachkopf, wenn du mich fighten willst. Glaubst du, wer du bist? Da ist er. Auf ihn. Du bist alleine, Junge. Mit Level 1. Also was der sich gedacht hat, das will ich gerne wissen.
Ich gehe mal eben zum grünen Punkt, damit ich das mal angenommen habe. Im Regen ist aber schön leer hier, das ist cool. Hat man seine Ruhe. So. Da oben muss ich hin. Bei Armen geht's immer bergab. Achtung, Sprungkraft. Hexer! So aus Versehen, beruhig dich. Götter, der Sensenmann kommt mich holen. Anschlagbretter gehen nämlich fest und diese Fragezeichen auf der Map, wovon es mehr als genug gibt hier auf der Map als ein Fragezeichen. Hier müssen wir alle langlaufen. Sind quasi diese Dinger hier. So Schätze kann man da finden. Und ein paar gibt es noch von denen. Wobei ich von damals noch weiß, dass hier oben rechts das Gebiet noch ein bisschen zu hoch ist für uns. Ja, ein bisschen zurück. So, dann gehen wir mal hier lang. Geh zum Rosmarin und Thymian. Was ein komischer Name. Ich schau mal was trinken, bis gleich. Da. Wir gehen weiter. Bah, das Leben im Rinnstein ist nass genug. Ja, nass ist es heute schon, das stimmt. Hier sehr, sehr nass sogar. Ein bisschen feucht. Ich brauche eine Pause. Es reicht jetzt. Behalt deine Pfoten bei dir. Eingeschlagen, keine Freude, war so eine. Ja, komm, geh in die Ecke da. Fest? Lasst ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Und wenn nicht, was dann? Wenn nicht, dann werde ich euch die Fressen polieren. Ja, richtig so. Habt ihr das gehört, Jungs? Verfluchte Scheiße! Umzingelt ihn! Wir können ihn nicht umbringen! Natürlich nicht, der ist viel zu schwach. Das war ja easy. Geh nach Hause, Kaufmann, und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Bin ich kaputt? Nix. Kein Geld, keine EXP. Warum rette ich ihn überhaupt? Dafür muss ich jetzt hier klauen, damit ich wenigstens ein bisschen was habe. Was ist denn das für ein Haus? Der Herr. Geht nicht kaputt, ne? Nee. Da kann man nicht lang.
Da ist nichts drin. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Hä, was ist hier los? Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramse dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Überzeugend. Der ist mega überzeugt, ne? Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Und einfach die den Strauß übernehmen wollen. Letzten Worte. Warum darf ich nicht töten? Komm, Schwalbe und Donner und alles. Mal reinpfeifen hier. Junge! Nein! Doch! Weg hier! Ah, genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Werden nie verlassen. Ja, genau, haut ab. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Warum ist die Fight-Musik noch an? Gut siehst du aus. Spiel? In letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nicht gut, ja. Nein. Ganz und gar. Aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Aber nicht mehr heute. So. Wir machen für heute Schluss. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß gehabt mit uns, mit mir. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Vergesst nicht, bald kommt ein neues Model raus, ne? Und. Okay. Dankeschön. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dahin, schlaft schön.